Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ihr seht schon, ihr habt es auch im Thumbnail gesehen, es geht um den Test, liebe Leute. Neues DLC Rottne. Und zwar gibt es in dem DLC einen Holz-Forwarder und natürlich den Holz-Vollernter vom schwedischen Hersteller Rottne. Ja, am Ende des Tages wisst ihr, wie es ist, ne? Wir haben hier die im Vergleich und ich glaube, Rottne und Ponse, die sind wahrscheinlich in einem ständigen Konkurrenzkampf. Deswegen stehen die hier auch mal direkt so nebeneinander. Ja, das hat Giant sich ausgedacht als, man weiß es nicht so genau, es kommen ja irgendwie immer noch DLCs, aber vielleicht letztes DLC im Landwirtschaftssimulator für 4 Euro, 3,99 Euro. Falls ihr das vorhabt zu bestellen, dann könnt ihr es gerne über meinen Link machen, aber lasst uns doch erstmal hier angucken, was da ist. Ne? Also, es gibt hier diesen Forwarder und wir werden den jetzt testen. Also ich habe hier wirklich ein kleines Testszenario aufgestellt. Teststrecke kennt ihr ja schon. Dann gibt es hier Baumstämme in 8 und 6 Metern. Dann habe ich hier entsprechend einen Berg aufgezogen, damit man eben die auch am Hang mal testen kann. Gerade die Vollernter haben da ja durchaus ihre Fähigkeiten. Und was habe ich euch hingestellt? Rottne versus Ponse versus Kamatsu versus Custom. Ne? Das frag bitte nicht. In genau der Ausführung gibt es die nicht zum Download. Den hier, Uralpack, sucht nach Ural und Axari. Da findet ihr die Grundlage mit dem Manipulator Modhub und den Holzernter findet man auch. Aber natürlich nicht in der Ausführung. Wie gesagt, Custom. Aber wir wollen sie ja gegeneinander antreten lassen. Ne? Die müssen sich schon auch beweisen. Aber lasst uns doch mal anfangen bei den Details. Ne? Hier schön die Taschenlampe draufhalten. Am Ende des Tages ist das, würde ich sagen, für meinen Teil gewohnte Qualität. Ich habe im Moment noch nichts gesehen und gefunden, was da nicht zu passt. Die Calls sauber, die Texturen, Detailgrad sauber und ordentlich. Also da kann ich mich nicht beklagen. Aber wie gesagt, das war seinerzeit schon hier nicht so schlecht. Ja, da gibt es natürlich hier diese mit den Lochgittern da drin. Natürlich feine Details. Hier ist eine Kupplung sogar dran. Jetzt, ich muss zugeben, ich habe noch nie geguckt. Der Ponse hat sie theoretisch auch. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt funktioniert, damit man mit dem was zieht. Hat das einer von euch schon mal getestet? Der Forwarder macht ja irgendwie noch wieder Sinn. Aber ja, das habe ich tatsächlich noch nie getestet. Ansonsten Forwarder genau wie auch beim Buffalo ein Knicklenker und das hat der Komatsu ja auch. Also die sind kommen da alle drei gleichermaßen her, der Ural natürlich nicht. Ist auch kein klassischer Forwarder, sondern das ist eben, ne, wie gesagt, so ein bisschen Old Custom Style. Aber die Idee, das hier reinzumachen, finde ich ganz cool. Und ich sag euch direkt, wer nicht für Holz brennt, ne? Wer nicht sagt, hier Holz muss ich auf jeden Fall und immer machen und ich möchte alles, was Richtung Holz ist, der wird sich natürlich ein bisschen schwer tun damit, weil es schon Forstgeräte gibt, die genau das tun. Die haben genau die gleiche Funktion, die machen genau das Gleiche. Es gibt diesen, also das Einzige, was hier bei dem Rottne eben ein bisschen anders ist, ist, dass der Harvesterarm eben vorne dran ist, der ist nicht über Kopf. Wie es bei dem Ponse der Fall ist. Ne, der hängt ja hier über der Kabine quasi mit diesem Haken. Der Komatsu hat den quasi da neben der Kabine und der hat den jetzt vorne auf den Achsen hier. Ne? Das verändert den ein bisschen. Es gibt allerdings auch im Modhub einen John Deere, der das ähnlich macht. Das hier ist wieder ganz witzig gemacht. Also, ne, Forstliebhaber, dafür ist das DLC gedacht. Und ja, natürlich für alle, die sagen, ich will jedes DLC haben. Ansonsten, Prozessor sieht tatsächlich ein wenig anders aus, also ist auf jeden Fall dran gearbeitet worden. Das mit den Ketten hier finde ich ganz witzig. Ich habe ihn noch nicht gelöst, also wir werden uns das jetzt gleich mal genau angucken, ne? Wie das so ist. Und wir machen natürlich später auch noch eine Nacht, eine Nachtansicht, so dass ihr das euch auch angucken könnt. Und jetzt würde ich aber mal sagen, lasst uns mal loslegen, ne? Wir haben eigentlich alles parat. Und damit wir mit den Forwardern überhaupt was aufladen können, sollten wir vielleicht erstmal was ernten. Und da ich den Ponse ganz gut kenne, würde ich mal mit dem Rottne anfangen. Also ihr hört den Sound schon.
Ich habe den jetzt nicht super laut gedreht, aber ihr müsstet ihn hören können. Ich könnte ihn noch ein bisschen lauter machen. Und der Sound ist ja auch wichtig. Lautstärke. Ja. Ist ja einfach weggesprungen. Lautstärke Fahrzeuge. Ja, so muss aber auch reichen. Also klingt schon schön dumpf, das durchaus. Da ist er auf jeden Fall da. So, und jetzt muss ich tatsächlich selber mal gucken. Wir machen uns mal die Menüs an. Harvester anschalten können wir hier machen. Ja, zuerst aufklappen. Alles klar. Dann muss ich selber eben gucken. Das ist da. Okay, Animation. Da wird schon mal angezogen. Ja, ist ein bisschen beschäftigt mit der Animation, bis er da ist. Kette wird abgehängt. Okay, Harvester angeschaltet. Aufgeklappt, angeschaltet. Und dann kann es losgehen. Ich würde sagen, wir machen mal die Rundumbeleuchtung an. Ne? Wir haben ja hier relativ viel gebaut. Und wisst ihr was, bevor wir an den Hang gehen, vielleicht werden wir erstmal hier so einen Baum fällen. Ne? Das muss ja nicht immer sofort am Hang sein. So, der ist tatsächlich relativ lang, kommt mir auf jeden Fall länger als der Ponse vor. Prozessorkopf gucken wir uns, vielleicht hole ich den Ponse mal dazu, dass wir, wie gesagt, Finnland und Schweden, die müssen natürlich direkt verglichen werden. Und ich muss leider auch zugestehen, das ist nichts gegen Komatsu an sich, aber wenn ich zwischen Komatsu und Ponse im Moment wähle, dann ist es dann eher der Ponse. Und ihr hört, der klingt tatsächlich anders, also da haben die definitiv was am Motorsound auch gemacht. So, und jetzt gucken wir uns noch mal die Prozessoren an. Also ihr seht das tatsächlich, der Rott, ne, wirkt etwas bulliger. Ne, das könnt ihr hier auch schon von hinten sehen. Der hat irgendwie ein bisschen mehr Breite, ein bisschen mehr Größe. Also das Ding komplett neu gebaut, sicherlich nach originalen Vorgaben gebaut. Da unten entsprechend Hydraulikleitung mit Anschlüssen, auch sehr detailreich, kann man nicht anders sagen. Ne, wenn ich hier so mal rangehe, aber auch das war damals beim Ponse natürlich auch schon nicht verkehrt, ne, mit diesen ganzen Hydraulik mechanischen Klemmen und was nicht all. Also schon ganz cool. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, wie der in den Baum fällt, ne? Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Also die Armsteuerung natürlich genauso wie beim Ponse auch. Verhält sich sehr ähnlich. Ne? Rechts, links. Geht alles. Abschneiden hat schon mal funktioniert, auch nah am Boden. Der Baum fällt oder fällt nicht. Jetzt fällt der Baum. Ja, auf den Shop drauf. Auf den Shop drauf, Freunde. Ich glaube, ich spinne. So, jetzt zieht ihn auf jeden Fall schon mal relativ entspannt hier durch die Gegend. Und auch das hier, ne, mache ich ja sehr häufig mit dem Arm, dann die Sachen durch die Gegend ziehen. Dann gucke ich ja, wie der sich so ein bisschen fällt. Also da, ja, er schwankt ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen Gewicht, was jetzt gerade hin und her geht. Aber ich sag mal so, der hält sich ganz schön wacker. So, wie ist denn hier die Maximalauslastung? So kriegen wir den so hoch. Okay. Ich versuche den gerade die höchste Position einzunehmen. Das ist scheinbar die höchste Position, die er annimmt. Danach ist Ende. Okay. Er ist auf jeden Fall durchaus wendig. Animationen passen alle, stimmen alle. Ja, natürlich, wie gesagt, das ist das Übliche. Das habe ich ihm natürlich jetzt gerade beigebracht. Aber testen am Maximum, ne? So machen wir das hier. So, kriegen wir jetzt wieder hingestellt. Sollen wir eben selber gucken. Moment, habe ich gleich. So, so soll es aussehen. Also, das haben wir. Dann gehen wir mal in die Innenansicht. Auch da. Boah, guck mal. Das ist eine coole Idee einfach mit dem, na, ihr seht es da oben, mit diesem Bildschirm drin. Natürlich wird da einfach nur ein Festbild angezeichnet. Der zeigt natürlich nichts hiervon.
Ach, guck mal hier, das ist auch nicht verkehrt hier mit der Sitzbewegung. Ja, auch cool. Pedale bewegen sich. Joysticks aber glaube ich nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah doch, Joysticks auch. Also wenn die Dame da dran ist, bewegen sich auch die Joysticks entsprechend. Schöne Nummer. Also Details sind schon einige verbaut. Das ist schon nicht verkehrt. So, jetzt gucken wir aber doch mal eben die Länge. 1, 2, 3, 4. Also der hat mit... Habe ich das schon eingestellt? Der hat gerade mit 2 Metern angefangen. Also übliche Längen wie bei den anderen eben auch. Und dann werden wir jetzt mal schneiden. Es gibt auch wieder die Prozessorkamera, ne? So wie bei den anderen, wie beim Ponzo und Komatsu auch. Und so wie ich das sehe, schneidet der auf jeden Fall sehr sauber. Wir werden aber gleich nochmal eine Kiefer schneiden, weil das ist tatsächlich ein kleiner Nachteil vom Komatsu. Der lässt manchmal bei den Kiefern, habe ich es hingestellt, also hinter uns, bei den Kiefern lässt der manchmal so leichte Ästchen. Und wenn ihr mit Autoload zum Beispiel arbeitet, ist das mit den Ästchen natürlich fatal. Ja, ihr wisst es, ne? Ich mag Holz am Ende des Tages und finde es natürlich auch wieder ganz cool hier, dass da was Neues gibt, was auch noch anders aussieht und ein bisschen testen kann. Aber wie gesagt, es ist nur was für die Leute, die wirklich Holz mögen. Und wie gesagt, der verhält sich auch ganz gut. Aber wie gesagt, im Mod-Hub als Alternative gäbe es auch den, der mit dem Arm ungefähr so hantiert, der John Deere, der tut das auch ähnlich. So, und jetzt kommt es drauf an, diese kleinen Ästchen seht ihr da vorne. Die lässt der Komatsu ganz zielsicher, lässt er so ein, zwei Ästchen da dran. Und das möchte ich jetzt tatsächlich gerne mal beobachten. Weil das, wie gesagt, mit den Ästchen könnt ihr den in Autoload tatsächlich nicht nutzen. Aber der macht das sehr sauber und ordentlich. Also das Problem haben wir auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist gut. Und jetzt gucken wir doch mal, wie der sich am Berg verhält, ne? Aber ich muss gerade überlegen, der, ich glaube tatsächlich, dass der nicht weiter ausfährt. Also der Ponzer, der hat ja, ne, der fährt den Arm so nach vorne noch aus. Aber das tut der hier, glaube ich, tatsächlich nicht. Das ist aber cool, ne? Dass sich die Kabine mit dem Arm umdreht. Ach, das müssen wir mal aus der Innenansicht uns angucken. Ja, aber guck mal, der dreht hier tatsächlich mit dem. Oh, das ist schon. Also das ist auf jeden Fall mal was anderes. Das kann man schon nutzen. Oh, finde ich so schlecht nicht. So, dann gucken wir noch mal. Wir wollen hier einen Hang, ne? Ist wie gesagt extrem Teststrecke, ne? Das ist wirklich ein Steilhang. Und gerade im Seitwärtsarbeiten sieht man natürlich auch, ob das Gerät entsprechend ausgleicht. Er gleicht ein wenig aus. Ihr seht das hier, ne, dass es nicht ganz gerade steht, aber jetzt auch nicht so stark. Ne? Mal gucken, die Hydraulik, das ist hier unten diese Kabinenhydraulik, die ist, glaube ich, auch da am Anschlag. Also er gleicht ein wenig aus, aber vielleicht stehen wir ihm dann doch ein wenig zu schief am Berg, ne? Und trotzdem. Ja, ich glaube, ich lasse den hier mal stehen. Also die Sounds sind schon nicht schlecht. Komm, fahr vor. So, jetzt klappen wir den mal ein. Da fährt er nämlich so ein bisschen ein, habt ihr gesehen, ne? Ketten und dann kippt ihr den nach vorne. Okay, wie weit gibst du den nach vorne? Mach das nicht. So. Und das ist jetzt wieder die Ausklappanimation. Ach,
Doch, guck mal hier. So, da. Da fährt dann doch aus. Okay. Dann habe ich das gerade einfach nicht richtig gehabt. Aber jetzt fährt dann. Oha. Okay. Steuerung verhält sich doch ein wenig anders als bei dem Ponzer. Deswegen muss ich jetzt mal eben gucken, dass wir das jetzt hier nicht ganz verdaddeln. Aber wir drehen ihn mal einfach vom Berg weg. So, dann stellen wir den hier an den Berg ran. Ja, das ist also diese Motorsound-Animation ist schon cool. So, und dann gucken wir uns das nämlich mal bei Ponsa an mit der Hydraulik am Berg. Da seht ihr das ja auch. Ne? Also da seht ihr, dass die Kabine geht vorne auch ordentlich hoch. Und da seht ihr das, was ich meine. Der kippt tatsächlich ein wenig weiter. Also gefühlt würde ich sagen, sitzt man im Ponzer. Das mag auch sein, dass es das Originalgerät auch so tut. Also ich will das gar nicht abstreiten, dass das genau passend ist. Aber ich würde sagen, im Rottne werdet ihr ein wenig schiefer sitzen als im Ponzer. Ne? Der kippt die Kabine schon noch ein bisschen weiter. Wollen wir uns den Komatsu mal daneben angucken? Ich glaube nämlich, der hat auch nicht so eine weite Kabinenneigung. Es ist am Ende des Tages für Holz MLS, sage ich euch auch ganz ehrlich, ist es wahrscheinlich egal. Ja, aber der geht schon auch noch relativ weit. Ja, auch der Kamatsu. Komatsu, Entschuldigung, Komatsu. Kippt weiter. Gut, wie gesagt, mag der Realität entsprechen, aber ihr seht auch hier gibt es entsprechend diesen Hub. Von daher, der kann es. Und seid mal ehrlich, wie oft wart ihr schon in so steilem Gelände unterwegs? Also, das soll dem keinen Abbruch tun. Und jetzt sehen wir ja auch hier, wie er so schön steht. Er schafft es auf jeden Fall, ne? Und dann gucken wir uns doch jetzt mal den Forwarder an. Jetzt wird es wirklich witzig, weil ich da mit den Geräten ja immer so ein bisschen auf Kriegsfuß bin in dieser Kransteuerung. Das muss ich mal mit der Maussteuerung machen, weil ich weiß, dass ich da etwas zielsicherer bin. Okay. Alles klar. Also Steuerung standardmäßig, aber wie gesagt, da verzeiht mir. Hört ihr das? Also das ist schon enorm. Der macht schon einen guten Sound. Dann können wir hier, wir können ihn mal über die Teststrecke schicken. Da fahren wir sie ja, ne? Also, ne? Leben am Limit. Aber guckt euch das an. Ach, guck mal hier. Der macht aber schon eine gute Figur hier. Ja, schon nicht so schlecht, wie der hier so rüber geht. Ach, guck mal hier. Das mag ich, ne? Das ist ein richtiger Forwarder. Der bewegt sich die Kabine überhaupt nicht. Da geht er einfach ran. Und bevor wir die Kransteuerung weiter testen, würde ich sagen, werden wir mal den Buffalo daneben setzen und auch ins Gelände schicken, ne? Aber schon cool. Ich muss zugeben, ich habe die Forwarder selten verwendet, ne? Meistens lädt man ja irgendwie bei flachem Gelände direkt auf. Aber in einem Holz-DLC muss das natürlich gegeneinander getestet werden. Und dann gucken wir mal, ob der genauso viel Spiel hat wie der Rottner. Und das sieht tatsächlich aus, als würde der auch ein Bergsteiger sein. Ja, hier haben wir ein kleines Problem. Hier geht es nicht weiter. Okay, da fängt er an zu springen. Das will er anscheinend nicht so. Okay, da. Ich würde sagen, vorsichtig ein Punkt für den Rottner. Ich weiß überhaupt nicht, ob der sich so ausspricht. Spricht der sich tatsächlich Rottner aus? Also hier geht der aber auch relativ tiefenentspannt rüber. Aber kann das sein, dass der Rottner schneller war? Der fühlt sich hier langsamer an. Da steigen wir jetzt gleich aber nochmal ein. Das werden wir uns nochmal angucken. 23 km/h Spitze.
fühlt sich gerade langsamer an. Und vom Motorsound her hört er, der dreht irgendwie höher, ne? Der hier ist eher so ein bisschen tiefer. Es scheint, als hätte der mehr Power. Okay, ne, fühlt sich tatsächlich auch nicht an. Der fährt sogar nur 21. Aber vom Gefühl her, das müsst ihr dann selber austesten, das spürt sich so ein bisschen bulliger, kräftiger an. Der mag auch an dem Sound liegen. So, und jetzt werden wir mal aufladen. Ich behaupte mal, 6 Meter reicht für den. Wir laden mal die 6 Meter Stämme auf. Okay, fängt ein bisschen an zu wackeln. Aber ich glaube, der hat auch tatsächlich nichts zum Stützen ausfahren, oder? Wir gucken noch mal eben, was der so kann. Forwarder aufklappen kann der noch. Ach, guck mal hier. Ach ja. Wir können die aber nicht alle, oder? Junge, Junge. Das habe ich gesehen auf der Internetseite von Rottner, dass der so eine XXL-Funktion hat. Der hat den natürlich nicht. So, bitte. Da haben wir doch eine Funktion gefunden. Was der Kollege hier kann. Ja, Junge, Junge, da habt ihr dann schon direkt. Ja gut, 2 Baumstämme ist immer so eine Sache. Gucken, ob wir das hinkriegen hier. Ja, aber ich sag mal so, da geht dann schon einiges drauf. Dann sollten wir vielleicht gleich doch mal eben noch einen kleinen anderen Test machen, den ich so gar nicht geplant hatte. Steuerung ist, wie gesagt, invertiert zu dem, den ich normalerweise benutze. Zu dem Oral-Pack. So, aber ja, das, also 6 Meter Stämme, dafür ist er gemacht, ne, das passt sehr gut drauf. 8 Meter Stämme könnt ihr sicherlich auch drauf packen. Die Frage ist nur, ob das so sinnvoll ist, sage ich euch ganz ehrlich. Mach den mal eben aus. Ist auch sehr laut. Also für mich jetzt gerade. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal einen Trick und gucken mal. Oha, der ging aber richtig runter. Ich werde mal ein bisschen höher gehen. So. Das passt aber genau drauf, ne? Ich stehe hier ganz gut. Ich würde nämlich sagen, wir füllen den einfach mal. Oha. Okay, er wollte nicht gefüllt werden, auf jeden Fall nicht auf diese Weise. Gut, da kann er jetzt nichts dafür, der Arme. Ich wollte den wirklich, ich wollte nur mal euch zeigen, wie man den voll machen kann. Aber jetzt haben wir natürlich hier so einen Baumstamm da reingehängt. Oh, interessiert ihn aber nicht. Also er fährt auch so weiter. Tipptopp Gerät, ne? Das ist ja, wenn wir den zuklappen. Ja, das kann natürlich sowas passieren, dass die Objekte drin anfangen zu tanzen. Sehr unfaire Nummer dem Gerät gegenüber. Aber dieses Tanzen hatten wir vorhin auch kurz. Boah, Leute, echt diese ständig invertierenden Gelenke. Mal gucken, ob wir den da irgendwie rauskriegen gerade. Ich werde wohl mein ganzes Leben lang kein Freund von diesen Kransteuerungen werden. Ich krieg den da, glaube ich, nicht mehr raus. Ist das? Lass den jetzt erstmal da stehen. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte den tatsächlich gerne einmal ausgetestet, wie viel der da drauf passt. Aber ich behaupte mal, da kriegt ihr einen ganzen Teil mehr drauf als auf den Ponzo. Und ich guck noch mal den Komatsu, nicht das Komatsu, nicht, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Aber auch der fährt nicht irgendwie extra aus. Also, Forwarder, wenn ihr mit den Dingern arbeitet, lohnt sich der hier auf jeden Fall. Weil diese Ausklappfunktion, diese Größenordnung, das ist schon ein ganzes Teil mehr. Und sieht cool aus, muss ich zugeben. Und sieht cool aus. Aber wir fahren den trotzdem. Ach, guck mal, jetzt haben wir den schon wenigstens wieder raus. Und dann fahren wir den am Berg hoch. Oh Gott.
Der muss ja mal gucken, ob der auch wirklich was. Der soll sehr leistungsstark sein. Steht auf der Internetseite. Ja, hier musst du kämpfen. Das ist nicht. Ist nicht geschenkt hier, ne? So, aber hat er gemacht. Er ist hier auf jeden Fall hoch. Schon, ich bin gerade begeistert von der Funktion. Wir gucken aber hier nochmal. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasst habe, ne? Harvester zuklappen, Harvester anschalten. Ne, ich glaube, da gibt es jetzt nichts extra, wo ich nicht, dass mir einer nachher sagt, oh, da hast du aber was ganz Wichtiges verpasst. Naja gut, den brauche ich nicht zeigen. Am Ende des Tages fährt ihr da auch hoch und legt die Sachen entsprechend an. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, ich bin ein großer Freund von dem Manipulator mit den Spanngurten, aber das kann Giants natürlich hier da nicht machen. Ansonsten gucken wir uns das Ganze einmal noch im Dunkeln an. So, Vollbeleuchtung. Und zwar bei den beiden Geräten. Das ist nämlich wichtig, weil im Wald es durchaus mal sehr dunkel zugeht, ne? Jetzt haben wir das bei den. Ich fahre, glaube ich, bei den Pons nochmal raus, oder? Wo sitze ich jetzt? Ne, ich sitze im falschen. Moment, wie komme ich jetzt in Ponsa? So. So. Also. Das sind die Geräte. Die machen definitiv genug Licht für den Einsatz. Wir können es auch nochmal reinsetzen, dass wir das sehen. Schalten den nochmal eben an. Achso, Motor starten, alles klar. Ja, ruhig beim nicht runterfahren. Also auch, ne, in der Innenansicht, ihr habt definitiv genug Licht, auch wenn ihr hier am Prozessor seid. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt mitten in der Nacht wie bei helllichtem Tag arbeiten. Auch das funktioniert gut. Dann gucken wir uns das Ganze noch einmal im Shop an und dann würde ich sagen, ist der Vergleich für uns auch ausreichend. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt das gerne. Können wir gerne auch in den nächsten Tagen nochmal klären zu diesem DLC. Ich bleibe dabei. Es ist definitiv ausschließlich was für die Holzliebhaber, dass die sich den noch extra kaufen. Wenn ihr sagt, ich gehe nicht gerne ins Holz oder ich gehe nicht viel ins Holz und ich habe mal ein paar Sachen, dann reichen die Geräte, die ihr so bekommt, alle mal aus. Also Rottne, definitiv Liebhaberstück für Holzfreunde. Und hier, wie gesagt, kleines extra Highlight, dass der eben in die Breite fährt und deutlich mehr Holz aus dem Wald rausholen kann. Ne? Wie ihr gesehen habt, fährt ihr auch mal eben hier so einen Berg hoch, so einen kleinen. Da geht also schon was. Machen wir mal eben wieder Tageslicht. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das einmal im Shop an. Wir können natürlich auch gucken, das müsste ja den Hersteller Rottne jetzt auch neu geben. Da haben wir ihn. So, da sind diese beiden Geräte drin, 350.000, aber ihr wollt natürlich den Vergleich sehen. Deswegen gehen wir doch mal lieber in die Forstmaschinen rein. Also, 470.000 für den Vollernter, 440 für den Scorpion King. Allerdings kommt der auch mit ein paar mehr PS um die Ecke. Das heißt also, der wird sich ein bisschen eigentlich leichter tun, bei den Bäumen durch die Gegend ziehen. Das ist auch nicht verkehrt, der stand gerade relativ stabil. Der Ponse wäre ein wenig wackeliger gewesen, auch wenn ich den hier schön auf die Seite gelegt habe im Extremtest. Aber gut, wie gesagt, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen mehr. Der hat einen größeren, stärkeren Motor, was man ja auch sogar am Sound hören kann. Ansonsten, da erklären sich die 30.000 Euro mehr. Und dann haben wir den Forwarder. Dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Da Buffalo 221 mit 286 PS versus F20D. Auch ein paar PS mehr. Aber auch, muss man sagen, deutlich teurer. Ne? Das ist der Breite wahrscheinlich geschuldet, weil der mehr transportieren kann. Das muss sich aber auch rausarbeiten. Also ihr müsst dann schon auch richtig Holz machen, dass sich das lohnt, 350 versus 221 auszugeben. Das sind mal eben 130.000 Euro mehr. Das ist schon nicht ganz ohne. Was haben wir ansonsten? Hier haben wir wenig Konfiguration. Es gibt halt die Reifen, die zu konfigurieren sind. Da gibt es eben diese
Kettenbänder drauf, die kennt ihr aber schon. Da hat sich nicht viel geändert. Das sind die eben, die es bei dem Ponzer auch dabei gab. Also genau das, die gleichen Konfigurationen. Ansonsten keine Farbwahl oder sonstiges. Das ist alles fix. Genauso bei dem Vollernter. Auch da gibt es diese Bereifung und die könnt ihr so durchklicken. Ja, und am Ende des Tages ist es das dann auch gewesen. Ich kann mich nur wiederholen, die beiden Geräte funktionieren genauso gut. Das Wackeln hier müsste man vielleicht nochmal intensiver testen. Da müsste man den ein bisschen häufiger im Einsatz haben. Ich habe den jetzt so ein bisschen am Limit natürlich auch getestet und ein bisschen Spöks damit gemacht, um euch das zu zeigen. Ich kann nicht sagen, ob der nachher stabil und sauber ist wie die anderen auch. Da bin ich ein bisschen überfragt, zumal ich auch nicht derjenige bin, der häufig so einen Forwarder verwendet. Ne? Der hier allerdings solide, wird sich definitiv auch genauso schön im Forst verhalten, wie es ein Ponse tut. Fräst die Bäume ordentlich, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und ja, sieht ordentlich aus, kann ich nur sagen. Also Holzliebhaber top, landwirtschaftlich orientierter Betrieb ohne Forst. Wozu? Ne? Braucht ihr da nicht. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Wie gesagt, ich habe den ganzen Hof, ihr seht es hier, alles umgebaut, nur um den Forsttest für euch zu machen. Und habe es so kompakt wie nur irgendwie möglich gehalten. Es gibt, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Außer, dass ich immer noch begeistert davon bin, dass hier der Motor so durchscheint. Das finde ich schon auch cool. Wenn jetzt Giants irgendwann anfängt, die Motorklappen zu öffnen, damit man da noch ein bisschen mehr sieht oder mal so Wartungsarbeiten durchführen könnte. Aber ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Das würde mich auch wundern. Die Maussteuerung ist einfach komplett was anderes. Nee, gibt's ja nicht. Gibt's nicht, liebe Leute. So, jetzt aber, ach so, sind wir eigentlich in dem Rodden hier in der Innenansicht gewesen? Ich glaube nicht, oder? Aber ja, machen wir nochmal. Ach, guck mal hier, da gibt's auch einen Bildschirm. Boah, wenn die jetzt noch die Rückfahrkamera drin hätten, ne? Wie cool wäre das denn? Aber da funktioniert leider halt nichts. Das ist ein bisschen schade. Also, da geht noch was für den nächsten LS. Da würde was gehen. Bildschirme. Ne? Ja, Innenansicht. So, jetzt haben wir aber wirklich alles. Liebe Leute, ich wünsche euch, wenn ihr da, ne, in den Forst geht, wünsche ich euch damit viel Spaß. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute. Bye, bye und ade.